Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist ein bisschen spät geworden, trotzdem bricht noch dieses Video für euch, Freunde. Wo fange ich am besten an? Ja, ich habe mir gerade eben im Internet ein paar Videos angeschaut und dann wurde mir ein Video vorgeschlagen von Tupac lebt, die Verschwörungstheorie, ist er wirklich noch am Leben in Asien, dies, das, ist da was dran, lebt er wirklich noch? Ich glaube, nach seinem Tod, seit 1996 ungefähr, kursiert immer noch das Gerücht, Tupac Shakur würde noch leben. Okay. Was natürlich nicht widerlegt werden kann, weil es immer wieder neue Beweise gibt und sein wirklicher Tod wurde natürlich nicht wirklich offiziell bestätigt. Diese Gerüchte kursieren halt alle paar Jahre immer wieder. Eine sogenannte Promo-Welle, kann man so sagen, ja. Alle paar Jahre immer wieder neue Gerüchte, neue Bilder tauchen immer wieder auf. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht verstehen, warum der Rapper Tupac nach seinem Tod immer noch so krass gefeiert wird und als größter Musiker der Weltgeschichte und bla 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 betitelt wird. Ich meine, es gibt mittlerweile so viele neue Künstler, jetzt auch im Amerikanischen sowie auch im Deutschen, die, glaube ich, viel, viel mehr gerissen haben und viel, viel mehr verdient haben, als Tupac damals überhaupt verdient hat. Und man kann ja auch gar nicht sagen, dass er damals zwar gestorben ist, aber trotzdem war er der Krasse, kann man gar nicht so pauschal sagen. Ich meine, guckt euch an, 50 Cent ist zum Beispiel auch ein krasser Rapper in Amerika, 6ix9ine zum Beispiel auch, oder in Deutschland Bushido, Kollege. Versteht ihr, was ich meine? Das sind auch krasse Künstler, die haben doch deutlich mehr erreicht als ein Tupac. Also ich kann das ehrlich gesagt gar nicht verstehen. Ich weiß nicht, warum das liegt, dass die Leute immer noch denken, Tupac wäre der Krasseste. Natürlich, er war ein sehr talentierter Rapper, richtig krass, ne? Der war seine Zeit immer voraus. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile zig neue Künstler, die in den letzten Jahren viel mehr gerissen haben, die viel mehr Reichweite und viel mehr Aufsehen bekommen sollten als der Rapper Tupac, meiner Meinung nach. Nicht jetzt irgendwie ihn irgendwie schlecht zu reden oder sonst was. Wer bin ich schon, dass ich so schlecht über ihn reden darf, sondern versteht ihr, was ich meine? Es haben auch andere Rapper den Respekt verdient, wie er bekommt zum Beispiel. Ich zeige euch jetzt mal kurz das Bild, was im Moment gerade durchs Netz ein bisschen kursiert, Freunde. Ich wollte jetzt ehrlich gesagt nicht darauf reagieren, um jetzt ein bisschen Klicks oder sonst was, sondern ich habe es einmal gesehen und mich regt das Thema ehrlich gesagt ein bisschen auf. Verschwörungstheorie hin oder her, der Rapper ist tot, warum kaut ihr da noch weiter auf diesen Knochen herum? Kann ich nicht verstehen. Ich blende euch mal kurz das Bild ein, Freunde, könnt ihr euch das mal anschauen. Auf dem Bild sehen wir einen afroamerikanischen Mann, Mitte 40 bis Anfang 50, würde ich mal so sagen, mit Tattoos auf den rechten Arm, linken Arm, die schon mittlerweile leicht nicht mehr zu sehen sind. Also könnte sich auf jeden Fall darauf hindeuten, dass es sich um Tupac handeln könnte, weil Tupac hat ja auch sehr viele Tattoos auf seinen Händen gehabt, auch auf seinem Oberkörper, auf seinem Rücken komplett, der war ja voll tätowiert. Auf den Kopf trägt diese Person einen Hut, ja. Viele wissen ja, Tupac trug vor seinem Tod oder während seiner Karriere immer wieder solche sogenannten Bandanas, Freunde. Das sind solche Art Tücher, die man sich da um den Kopf bindet. Ziemlich cool, würde ich mal so sagen. Ja, wie gesagt, meine lieben Freunde, man darf natürlich nicht vergessen, mittlerweile gibt es auch viele Streaming-Plattformen, dieser Spotify etc. pp., die natürlich mit dieser Geschichte Tupac lebt, auf jeden Fall richtig viel Cash machen können, viel Reichweite machen können und ihre Streaming-Zahlen auf jeden Fall in die Unermessliche ziehen können. Ich frage mich echt, wer diese ganzen Gelder bekommt von diesen ganzen Künstlern, die jetzt verstorben sind, wie Michael Jackson, Tupac zum Beispiel, die haben ja auch ihre Spotify-Accounts. Wer bekommt die ganzen Gelder? Das würde mich mal interessieren. Also ich denke, hinter diesen ganzen Promo-Geschichten von seinem Tod, Verschwörungstheorien hin oder her, ich glaube, da stecken richtig krasse Leute dahinter, die wirklich die dann natürlich diese Promo-Geschichten immer wieder ins Leben rufen, damit wirklich die ganzen Sachen laufen, würde ich mal so sagen. Ist meine Meinung dazu. Ja, Freunde, ich weiß nicht, also ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran, dass da wirklich was Wahres dran ist. Ich denke mal einfach nur, dass wieder irgendeine Promo-Keule, Freunde, von irgendwelchen großen Plattenfirmen, irgendwelchen Marketing, bla bla bla, Freunde, da passieren so viele Dinge, die da gesteuert werden. Also
Glaubt nicht immer alles, was die Medien erzählen. Das ist alles nur Bullshit. Die wollen euch nur ein bisschen verunsichern, ein bisschen euch in eine falsche Fähre locken, dass ihr da ein bisschen... Also, ich habe jetzt auf dieses Video reagiert, weil mich das wirklich aufgeregt hat, dieses Thema alle paar Jahre immer wieder irgend so ein Mist. Ja, Freunde. Es war ein bisschen spät, Freunde, ich bin ein bisschen müde, vielleicht merkt man das. Ich danke euch trotzdem, dass ihr eingeschaltet habt. Ich danke euch trotzdem, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns bis die Tage. Peace and...